In der St. Nikolauskirche in Pittenhardt haben sich Josef und Narumol endlich das Ja-Wort gegeben. Moderatorin Inka Bause gratulierte den beiden als Erste. Ja, ganz toll. Super viele nette Leute da. Die Familie ist nett und Narumol und Josef haben sich so sehr gefreut. Und ich freue mich auch hier zu sein, dass ich eingeladen worden bin. Man setzt das ja immer so ein bisschen automatisch voraus. Die Bause ist ja eh da, wenn Bauern heiraten. Nee, so ist es gar nicht. Ich wurde persönlich eingeladen von den beiden und deswegen war es mir eine große Freude, hier zu sein. Waren Sie da auch ein bisschen stolz jetzt, weil ja doch durch die Sendung die zwei zueinander gefunden haben? Ja, wahnsinnig. Also ich bin unheimlich glücklich, ob die jetzt nur heiraten oder nicht. Ich freue mich sehr, dass die beiden heiraten, aber ob Pärchen einfach nur so zusammen sind, überhaupt auch eine glückliche Zeit hatten. Es gibt auch Bauern, die haben einfach nur eine wunderschöne Hofwoche und trennen sich danach wieder, weil es halt nicht die große Liebe war. Ich freue mich einfach nur, wenn die eine schöne Zeit mit uns hatten, wenn ihnen die Sendung gefallen hat und wenn sie dann auch noch heiraten und vielleicht sogar Kinder kriegen, bin ich total happy, weil andere glücklich machen macht natürlich riesig Spaß. Wie geht's jetzt weiter noch auf der Hochzeit vom Ablauf her? Oh, ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen sie erst mal Ja sagen. Haben sie, glaube ich, noch gar nicht. Und danach ist die Feier im Festzelt. Dann gibt's Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ich habe natürlich auch was mitgebracht, verrate ich jetzt aber nicht. Und ja, dann wird gefeiert zünftig, wie das hier in Bayern so. Ich glaube, sie kommen gleich. Usus ist.